Hallo an alle Playmobil-Fans. Herzlich willkommen auf dem Messestand 2013. Hier haben wir alle unsere Neuheiten präsentiert. Insgesamt sind es 118. Aber da wir ja keinen Spielfilm machen wollen, sondern euch die absolut tollen Highlights zeigen wollen, fangen wir jetzt einfach mal mit dem Asia Drachenland an. Hier sind wir schon im neuen, coolen Asia Drachenland mit einer asiatisch-chinesisch anmutenden Burg, eigentlich zwei Burgen, groß und klein, die kann man auch miteinander verbinden. Und Drachen, die Waffen halten können, die miteinander kämpfen können. Super coole Features wie Falltüren und es gibt einen Schatz, den man rauben kann. Der große Riesendrache kann fliegen und leuchtet. Also es ist eigentlich unheimlich viel Zubehör dabei für spannende Abenteuer im Asia Drachenland. Hereinspaziert in unser neues Shopping Center. Hier kann nach Herzenslust gestöbert werden und eingekauft werden, Kleider anprobiert werden. Und das ist auch das Besondere an diesem Shopping Center. Wir haben Figuren jetzt, die man an- und umziehen kann. Wie ihr seht, kann ich das Kleid ausziehen und wir können einen Rock anziehen. Und das ist das, was die Kinder sich schon seit Jahren wünschen, dass man die Figur verändern kann. Es gibt neue Haarfrisuren, die man anstecken kann. Es gibt Schmuck. Es gibt die passende Handtasche zum Outfit. Also hier kann nach Herzenslust geshoppt werden. Hollala, drehi! Also wenn ich jodeln könnte, würde ich das tun, aber es ist besser, ich erspare euch das. Die neue große Bergwelt ist mein persönlicher Favorite. Meine Lieblingsneuheit im Jahr 2013 mit idyllischer Almhütte, uriger Brotzeit, Viehabtrieb und einer Seilbahn, die man im Kinderzimmer über 2 Meter lang spannen kann und dann auch nutzen kann. Sollte beim Bergklettern was passieren, dann gibt es eben auch die Bergrettung, die entweder auf 4 Rädern, aus der Luft oder eben mit dem Quad sofort zur Stelle ist. Viel Spaß auf dem Campingplatz könnt ihr ab Mitte April haben. Dann gibt es ein tolles neues Campingthema mit einem Pop-up-Zelt. Das ist das Zelt, was sich am schnellsten aufklappt. So etwas habt ihr bestimmt noch nicht gesehen. Ganz neu im Sortiment. Es gibt einen neuen Wohnanhänger. Alles, was man sich so vom Campingurlaub, was man kennt, von der Rezeption mit Lebensmitteln und Dingen, die man vielleicht zu Hause vergessen hat, über die sanitären Anlagen und den Platzwart ist an alles gedacht. Und wer eine Abkühlung braucht im Campingurlaub, der rutscht einfach diese schöne Rutsche entlang oder springt vom Sprungbrett in unser neues Schwimmbad. Auch mit einem kleinen Bereich für die ganz Kleinen, mit einem Walfisch, mit einer Wasserfontäne. Ja, und wer es lieber ursprünglich mag, der geht mit unserem Motorradfahrer ins Outback und campt unter freiem Himmel. Ja, hier gehen wir mit dem Piratensegler auf große Fahrt. Das Tolle daran, er hat eine Fernsteuerung und einen super starken Unterwassermotor. Ihr kennt sicherlich den Motor, den wir so standardmäßig im Sortiment haben. Da tuckert alles beschaulich vor sich hin. Ganz anders mit diesem Motor, da geht es nämlich flott daher. Und das Tolle daran und auch als Sicherheit für alle Eltern, es gibt ein Warnsignal, falls die Batterie zu Ende gehen sollte und die Reichweite, also das Schiff zu weit draußen ist, sodass also keine Gefahr ist, dass die Kinder hinterher springen müssen und das Schiff ist immer sicher. Also viel Spaß beim Segeln. Darf ich vorstellen, unsere Feenkönigin. Die lädt ab Mitte März ihr ganzes Feenvolk auf die Feeninsel ein zum alljährlichen Treffen und dort eilen dann die Feen, die alle eine bestimmte Aufgabe haben, hin. Dort gibt es eine beleuchtete Edelsteinquelle, die natürlich bewacht werden muss. Es gibt die Fee Elixia, die einen Zaubertrank braut und mit Blätterumschlägen die Waldtiere heilt. Jede der Feen hat also ihre Aufgaben. Es gibt kleine schöne Extras, wie zum Beispiel nachleuchtende Laternen oder Anhänger, Schmuckanhänger, die eben in den Girlanden versteckt sind. Also viele schöne Überraschungen. Das Besondere an dem großen Feenland sind 4 Feentüten, die es schon vorher zu kaufen gibt. Und die enthalten einen Code, damit könnt ihr ein Online-Spiel zum Thema Feenland spielen, das ihr aber auch auf euer Handy downloaden könnt. Und das gleiche Prinzip haben wir auch bei unserem Asia Drachenland umgesetzt. Auch hier gibt es Drachen zum Sammeln mit einem Code für extra Spielfunktionen.